Über 4 Jahre ist in der Zwischenzeit her, dass die einzige wahre Krabbe auf YouTube, das bin ich, schönen guten Tag, zum ersten Mal darüber berichtet hat, dass Black Sea Games an Knights of Honor 2 arbeitet. Und ich kann ganz arrogant behaupten, dass ich der Erste war, der das auf YouTube kommuniziert hat und auch wusste, was mich sehr stolz macht. Viele in den Kommentaren haben mich damals beschuldigt, Scheiße zu labern, falsche Hoffnung zu streuen, aber am Ende waren meine Quellen in Anführungsstrichen richtig und Knights of Honor 2 war in Arbeit. Das Ganze ist allerdings in der Zwischenzeit auch schon 4 Jahre her. Wir haben jetzt in der Zwischenzeit September 2021 und das Spiel sollte ja bereits im Jahr 2020 erscheinen. Das war 2019 schon die Ankündigung, es soll 2020 erscheinen. In der Zwischenzeit, wie ihr mitbekommen habt, ist es 2021 und das Spiel ist immer noch nicht draußen und das Jahr ist auch schon fast wieder vorbei. Was könnte der Grund dafür sein? Das ist eine gute Frage. Und wann erscheint das Spiel? Das ist die nächste gute Frage. Wir schauen uns in dem Video einfach mal ein paar Hinweise und ja, Infos an, in Anführungsstrichen, wie das Spiel aktuell aussieht, wie der Status ist und was denn das Problem sein könnte, dass das Spiel einfach nicht fertig wird. Wie immer natürlich, wenn euch das Video gefallen sollte, gerne eine Bewertung dalassen, abonnieren, Kommentare, wenn ihr eine andere Meinung habt oder meine Meinung einfach gerne auch unterstützen möchtet, was hinzufügen möchtet. Bin ich wie immer sehr gespannt. Übrigens, das Video hat bis heute 10.000 Aufrufe und 10 Leute, oder 9 Leute haben gesagt, das ist scheiße, ihr könnt das natürlich auch 10 Leute draus machen. ja. Knights of Honor 2 Sour Rain. Ein Spiel, was von vielen heiß erwartet wurde, wird immer noch, aber natürlich in der Zwischenzeit, vor allem nachdem die Ankündigung auch schon wieder 2 Jahre her ist, ja, ist der Hype schon wieder ein bisschen verflogen. Bin jetzt auf der offiziellen Seite von Knights of Honor 2, das ist die Homepage, knightsofhonor.com, glaube ich. Und da sehen wir, oder ich sehe da, also ich weiß nicht, ob ihr das auch gesehen habt, dass die Seite sich auf 2 Jahre überhaupt nicht verändert hat. Die Seite ist 1:1 gleich wie damals, als sie live ging. Es gibt keine neuen Trailer. Es gibt quasi insgesamt 8 Screenshots. Es gibt 2 Videos. Diese 2 Videos gab es damals bei der Ankündigung. Das ist das Cinematic Intro. Und das ist das Spielintro, das Spieltrailer. Und dann haben wir 8 Screenshots, die allerdings auch alle uralt sind. Da ist nichts Neues dabei, da ist nichts Interessantes dabei, da ist nichts, was man sagen würde, jupp, das ist jetzt neu in den letzten Wochen dazugekommen. Das heißt, die Homepage ist einfach tot gefühlt, man hat sie mal gemacht. Sie ist da und sie funktioniert auch. Man kann also die quasi anklicken und dann erhält man etwas, was man sich anschauen kann, aber es ist nicht so, dass es hier irgendwas Neues gäbe. Im Jahr 2017 startete man mit der Entwicklung, mit der Ankündigung, man wird im Sommer 2018 erste Infos droppen. Fun Fact, es ist nicht 2018 passiert, es ist 2019 passiert, mit 1 Jahr Verschiebung, aber ist ja kein Problem. 2019 sagte man dann, ja, juhu, 2020 kommt das Spiel raus. Na gut. War jetzt nicht so der Fall, es ist 2021 und es ist 2021 und es gibt nach wie vor absolut keine Hinweise darauf, dass das Spiel in einem spielbaren Zustand ist. Es gibt auch keine Hinweise darauf, ob das Spiel 2021 erscheint und ich gehe sogar davon aus, mit relativ hoher Wahrscheinlichkeit von 75%, dass das Spiel erst 2022 fertig wird, frühestens. Also selbst das würde ich ja in der Zwischenzeit in Anführungsstriche setzen. Ich würde sogar in der Zwischenzeit davon ausgehen, dass es möglich wäre, dass man das Spiel im Early Access 2021, also Ende 2021 in den Early Access geht, dass man sich für eine Early Access Variante entscheidet oder Early Access 2022, sollte man die Befürchtung haben, man bekommt das Spiel mit den Vorstellungen und Visionen des Entwicklerteams nicht fertig. Und das ist auch ein relativ wichtiger Punkt, denn wenn ein Spiel so lange in der Entwicklung steckt, wir wissen nicht genau, wann sie angefangen haben zu entwickeln, also ich weiß es zumindest gerade nicht, ich habe jetzt auch nichts dazu gefunden, als davon auszugehen, dass sie auf alle Fälle schon 2015, 2016 herum angefangen haben, da man 2017 bereits Bilder und so ein Gedöns hatte, deswegen wird auf alle Fälle schon seit einer Weile dran gearbeitet worden sein. Das Ding ist, natürlich arbeitet man dann quasi jetzt schon 6, 7 Jahre vielleicht sogar an dem Spiel schon, also mindestens 5, würde ich mal von ausgehen, dass man mindestens 5 Jahre schon an dem Spiel arbeitet. Und was dann häufig passiert, vor allem wenn man überlegt, es gab jetzt quasi schon indirekt 2 Jahre Verschiebung. Damals, als man sagte 2017, wir werden 2018 wahrscheinlich bereits die Ankündigung machen zum Spiel und es ist dann quasi 1 Jahr später passiert, war das erste Jahr Verschiebung. Dann hat man 2019 gesagt, wir releasen das Spiel 2020, ist das 2. Jahr Verschiebung. Wir sind jetzt eigentlich schon im 3. Jahr Verschiebung. Deswegen gehe ich mal ganz stark davon aus, dass es massive Probleme bei der Entwicklung gibt. Das kann jetzt damit zu tun haben mit Corona. Es kann damit zu tun haben, dass man keine Leute findet. Es kann aber auch ganz einfach sein, dass man mit dem Spiel nicht zufrieden ist. Man muss überlegen, dass wir in Knights of Honor 2 Sovereign, ich kann einfach mal im Hintergrund den Trailer laufen lassen, mit Ton sogar,
kriegt aber Hintergrundmusik von mir, deswegen braucht man keinen Ton. Das Ding ist ja, dass ihr eine Karte habt. Eine Karte, wo ihr Dörfer erobert und dann gibt es Echtzeitschlachten. Je nachdem, wo sich eure Einheiten auf der Karte treffen oder ob ihr was angreift oder angegriffen werdet. Das Ding ist, dass diese Mechaniken eigentlich komplett fertig sind. Das heißt, was man jetzt als Entwickler machen muss, man muss halt eben dafür sorgen, dass das Bausystem passt, dass die Interfaces passen, dass das Schlachtsystem passt, Einheiten, Nationen, Kultur, Ritter, solche Geschichten. Das ist klar, es ist auch sehr, sehr viel, was man machen muss, aber es ist jetzt nicht etwa auf einer Region oder von einer Größe, wie jetzt zum Beispiel Mountain Blade 2 Bannerlords, wo ein ziemlich ähnliches Problem geherrscht hat, dass man vor vielen Jahren eine Ankündigung gemacht hat und dann immer wieder gesagt hat, okay, bald kommt das Spiel, bald kommt das Spiel, bald kommt das Spiel. Jedes Jahr hat man gesagt, bald kommt das Spiel, aber es kam einfach nie. Und bei Release war das Spiel eigentlich nicht mehr wie eine große Alpha. Und ich habe die Befürchtung, dass es auch mit Knights of Honor 2 Sovereign passieren könnte. Da die Entwickler immer wieder Sachen über Bord schmeißen, sich dann dazu entscheiden, die zu überarbeiten, rauszunehmen, neue Sachen zu entwickeln. Dann gibt es natürlich auch Beta-Tests mit Q&A, Quality Assist, Quality Management und Dings und Bums, die dann das Spiel natürlich auch selber spielen und testen. Dann da nochmal eigene Vorstellungen haben und dann nochmal wieder Sachen ändern lassen. Das ist ein sehr relativ schwieriger Prozess, vor allem wenn man sich vielleicht wirklich nicht hundertprozentig sicher ist. Denn der zweite Teil eines Spiels, eines alten Klassikers, der über die vielen Jahre auch wirklich auch heute noch gut spielbar ist und eine große Fanbase hat, ist relativ schwierig zu machen, da man einen relativ hohen Druck hat. Das möchte man jetzt vielleicht ignorieren oder runterspielen und sagen, ja, man macht halt einfach jetzt einen zweiten Teil, der muss halt einfach besser ausschauen und ein paar Sachen ausbauen und besser machen. Aber der Druck ist enorm, weil wenn sowas natürlich fehlschlägt, war es es. Dann war es es mit Black Sea Games und dann war es es auch mit Knights of Honor wahrscheinlich für immer. Das muss man sich im Kopf behalten. Sowas wie Stronghold, dass man trotz hin und wieder größerer Fehlschläge dann trotzdem immer weitermachen kann, das muss hier nicht der Fall sein. Ja? Deswegen ist man da natürlich mit relativ großem Druck dabei, vor allem da die Entwickler ja auch die waren, die bei Knights of Honor 1 schon gearbeitet haben. Das waren die, die damals auch das Sagen hatten. Und da ist dann natürlich der Druck noch größer, das Spiel wirklich perfekt zu machen. Und dann kommt es häufig vor einfach, dass man immer wieder auch sich selber hinterfragt, seine eigenen Entscheidungen anzweifelt und dann immer noch wieder versucht, auch Sachen zu ändern, besser zu machen. Ne? So große Sachen wie Religion ist immer ein heikles Thema, Kultur, Wirtschaft, Gebäude bauen, Schlachten, ne? Wie kann man das noch besser machen, wie kann das Interface ausschauen. In einem der letzten Dev Stories hat man auch darüber gesprochen, dass man zum Beispiel mit dem Interface im Multiplayer nicht zufrieden ist, dass man da noch überarbeiten möchte. Und das sind alles so Indizien, wenn man jetzt noch am Interface oder am UI, wie man es auch nennt, sitzt, ja, dann macht das für mich kein Anzeichen, dass das Spiel auch nur annähernd rauskommen könnte, weil sowas wie Interface könnte man jetzt eigentlich dann auch irgendwann mal nach 6-7 Jahren fertig haben. Auf der anderen Seite heißt es natürlich auch, dass man wirklich versucht, das bestmögliche Spiel rauszubringen. Wir schauen uns jetzt nochmal eines dieser Dev Diaries an. Diese Dev Diaries kommen so im Rhythmus von 4-6 Wochen. Kommt immer eines, wir sind jetzt bei Dev Diary 21. Und worum es hier geht, ist erstmal egal. Wir sehen Bilder, das ist immer ganz cool. Wir sehen hier zum Beispiel, wir können Leute in den Dungeons zum Beispiel. Also wir sehen jetzt hier erstmal ein Bild, da sehen wir erstmal schön, okay, wie das hier ausschaut. Was ich relativ interessant finde, weil man sieht, man geht hier so ein bisschen einen moderneren Weg. Das sieht mir auch nicht wirklich mehr nach Mittelalter aus, das schaut mir hier schon eigentlich eher so nach früher Renaissance aus, was wir hier sehen von den Bildern, von der Kleidung her. Aber gut, weiß nicht, wie ihr die Bilder findet. Ich persönlich muss sagen, das sagt mir jetzt nicht unbedingt zu. Aber wir wissen nicht, um welche Zeit das spielt, wir wissen nicht, was die Zeitspanne ist, die sich dann am Ende genau drehen wird. Wir sehen hier oben, es gibt nur Gold als Ressource und Bücher. Quasi keine Frömmigkeit. Muss man auch beobachten, wie sich das weiterentwickelt. Und dann sehen wir hier so zwei Eingekerker. Das ist von Norwegen oder Finnland. Das kann ich jetzt leider nicht genau erkennen. Finnland hatte damals auch so ein ähnliches Wappen, glaube ich. Und dann sehen wir hier, das ist ein Händler. Der macht auch noch irgendwas. Das wird ein Händler sein. Das weiß ich nicht genau, was seine Aufgabe ist. Die waren meistens grün, war damals meistens für die Städte zuständig. Wir sehen hier oben links die Stabilität. Grün ist gut, rot ist schlecht. Also wir sind hier eher auf dem schlechten Pfad. Aber auch hier sieht man, vieles ist einfach so, wie wir das auch kennen. Stabilität links oben. Wir haben 3, 6, 9 Ritterplätze. Da ist unser König. Wir haben hier oben die Ressourcenanzeige. Die Provinzen sind sehr ähnlich. Man muss wirklich sagen, die Karte ist sehr schön. Das muss man aber auch wirklich einfach mal fairerweise zugeben. Für ein Spiel dieser Sorte ist es eine schöne Karte. Das finde ich sehr, sehr hübsch. Es ist simpel, einfach geil. Das ist trotzdem grafisch so, dass ich sagen würde, ja, das ist ansehnlich. Wir sehen auch hier Norway. Ach, es war Norwegen, okay. Norway accepted our ransom. Da wurde hier quasi
einen Spion verkauft für 820 Gold und die Beziehungen haben sich um 50 verbessert. Wir sehen auch, das ist gleich geblieben. Diese Leiste mit den Beziehungen kennen wir aus Knights of Honor. Wir sehen hier, wir haben aktuell Frieden mit denen, wir haben keine Handelsabkommen, wir haben keine Heirat. Dann sehen wir im nächsten Bild, Nobility Opinion increased. Our nobility is delighted to welcome Spypole back to the royal court. They really respect King Eric's effort to free him. Also quasi ein Spion von uns, oder war das sogar von Norwegen vielleicht, der hier festgenommen wurde, ist jetzt natürlich freigekauft worden. Das findet die Nobility super. Das heißt, wir haben quasi auch bei uns im Reich wahrscheinlich dann Adel, Bauern, Klerus, drei Stände, die dann auch eigene Meinung haben. Das wird auch relativ interessant dann, wie das Ganze funktioniert. Und dann sehen wir unseren Dungeon. Da gibt es dann Gefangene, auch nochmal. Da ist ein Rebell, da ist irgendein Paul, da ist ein Rockenwalder. Die können wir auch für Lösegeld kaufen oder wir können sie exekutieren. Wird interessant. Norway's Dungeon ist relativ leer. Aha. Ja, wir sehen schon, hier oben, schau mal. Das sind die Meinungen einzelner Stände und das ist die Stabilität. Okay, ich verstehe. Also wir haben 5 verschiedene Stände sogar. Okay, muss natürlich gucken, was das genau für welche Sünde, können wir jetzt drüber raten, sag ich mal, dass da oben wird der Adel sein, das werden die Ritter sein, der normale Bürger, dann Klerus und hier die Bauern. Wobei ich mir nicht vorstellen könnte, dass der Klerus so weit unten in der Reihenfolge ist, außer die Reihenfolge ist zufällig zusammengewürfelt. Aber wir sehen auch hier, ein paar neue Sachen sind mit drin, ein paar Sachen sind so, wie wir sie bereits kennen. Auf der einen Seite bin ich jemand, der sich wünscht, dass das Spiel irgendwann rauskommen würde, weil ich einfach, glaube ich, einer der größten Fans von Knights of Honor bin im deutschen YouTube-Bereich. Das muss man einfach so sagen und ich glaube, das kann ich auch ganz frech so behaupten. Ich habe bestimmt um die 2.000, 3.000 Stunden im Spiel verbracht und das beginnend mit meiner Jugend, als ich 7, 8 Jahre alt war, habe ich angefangen, dieses Spiel zu spielen, gefühlt, so als kleiner Pups. Habe ich das Spiel schon gespielt. Dann habe ich nach ein paar Jahren angefangen mit Mods das Spiel zu spielen. Habe sogar auf YouTube jetzt die letzten Jahre nochmal gecovert. Und ich überlege vielleicht sogar nochmal Knights of Honor zu spielen, um die Zeit zu überbrücken zum Release von Knights of Honor 2 Sovereign. Und ja, vielleicht bekomme ich irgendwann den Gefallen, dass es irgendwann soweit ist. Und es heißt, das Spiel erscheint nächste Woche, Krabbe. Und hier hast du schon mal einen Key, du kannst schon mal das Spiel zeigen. Ja, man wird dir nochmal träumen dürfen. Was ist eure Hoffnung? Was glaubt ihr, wann kommt das Spiel? Wie findet ihr, dass es sich so lange verschiebt? Wie gesagt, ich finde es natürlich traurig, aber ich habe die Hoffnung, dass es ein gutes Zeichen ist. Ansonsten gibt es immer noch die Option eines Early Access oder einer Alpha, in Anführungsstrichen. Aber ich denke mal, dass man hier wahrscheinlich den Weg wählen möchte, ein perfektes oder fast perfektes Spiel auf den Markt zu schmeißen. Wie auch immer das dann ausschaut. Ansonsten war es von mir. Ich hoffe, dieses kleine Übersichtsvideo hat euch gefallen und wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Macht's gut. Tschüss.